Hallo liebe Sandrockerinos, hier sind wir wieder bei My Time at Sandrock. So, heute haben wir ein Fireside-Meeting wieder und es soll irgendwas besprochen werden mit einem neuen Investor. Ja, da bin ich mal gespannt, der hier hinkommen soll. Anscheinend Musa, wohl der reichste Mann der Allianz der Freien Städte. Und wir kennen dann wissen, eine Person aus My Time and Porsche. Also haben wir hier ein kleines Crossover. Ich bin gespannt, da müssten wir eine Erinnerung kriegen. Ja, steht auch im Kalender. Dann haben wir wieder das Event hier, Tag der hellen Sonne. Dann haben wir unseren Geburtstag und Burgess Geburtstag. Okay, wir haben noch einige Sachen hier vor uns. Okay, so, Post haben wir keine. Okay. So, hier lieber mal ein Sandakuda getrocknet. Kann man ja auch hin und wieder mal machen. So. Noch mal ein bisschen was auch aussortieren. Wir haben zwei große Sandakudas. Wir müssen noch ein bisschen mehr sammeln. Ich will noch mal was ausprobieren. So, mal gucken, wir haben hier auch noch mal so Bücher. Vielleicht kann ich die ja auch im Regal irgendwo versenken. Siehst du nicht, was ich damit machen sollte? Die liegen ja dann einfach nur im Regal rum oder beziehungsweise sind hier in den Kisten. Muss ja irgendeinen Sinn dafür geben. Platzende Ölfrucht klingt auch lecker. So, hier haben wir noch in einigen Tagen um die Welt. Das ist immer wieder ein letztes Geschenk für... gut, wir können es auch in der Truhe lassen. Weil da finden wir es dann auch relativ schnell wieder. Das braucht man das eigentlich noch? Eigentlich auch nicht, oder? So, was haben wir hier noch? Hier haben wir diese Vogelnester. Das müssen wir gleich nochmal angucken. So. Hier haben wir noch was zum Essen. Omelette, Lebenspunkte, Ausdauer. Hier haben wir nochmal einmal Kochmeister. Da können wir auch drin lassen. Ich weiß nicht, wie viel jetzt. So viel Platz haben wir in den Regalen ja auch nicht. Okay, hier haben wir nochmal Kochsachen. So, Platz haben wir noch. Hier haben wir nochmal so einen Anhänger. Okay, können wir auch nochmal verschenken als Zeug. Hier haben wir nochmal einen großen Sandakuda. Auch diese Giegler-Geschichten hier. Das hier und diesen komischen Liebesbrief vom Captain oder was das gewesen ist. Genau, das könnten wir auch mal raustun. Sandakuda. Nashornkaktus. Vielleicht pflanzen wir die Dinger auch mal. Und hier haben wir den Rope Knot Toy oder den Schnürtler, wie man in Österreich sagt, wie ich erfahren habe mit meinem Auslandsberater. Er hat gesagt, das sind ein Schnürtler. Gut, würde ich auch mal gucken, was machen wir damit eigentlich hier? Keine Ahnung, diese komischen Bilder kann man eh nicht verwenden. Okay, da haben wir schon mal ein bisschen was. So, dann wollte ich auch noch mal gucken, diese Nester. Wir haben jetzt auch diese Trillerpfeife. Hier haben wir noch einen Werkmelsattel. Vielleicht kann ich ihn nochmal Elsie schenken. Das habe ich jetzt erst rausgefunden. Wenn man auf die Nester hier einen Rechtsklick macht, das ist auch wie so eine kleine Lootbox, dann kriegt man nochmal Gegenstände. Okay, ein Florid sogar. 6 Golds. Was die Vögel alles ist, da sammeln. Eier, okay. Das kann man ja noch nachvollziehen. Pflanzenfasern, Federn. Golds. Ja, Elstern. Also. Die Dinger sind gar nicht so nutzlos, dachte ich halt nur immer. Aber wir kommen auf die Idee, auf dem Vogelnest einen Rechtsklick zu machen. Davon mal ganz abgesehen. Das waren diese Geschichten aus dem Schiff. Das auch. Diese tragischen Geschichten. So.
Davon haben wir jetzt ja auch ein paar mit. So. Kastaniensamen haben wir auch nochmal, ne? Gut, die brauche ich nicht unbedingt. Die will ich nicht nochmal pflanzen. Wir haben jetzt einen Baum. Dieser Saxo-Samen ist auch ein völliger Blödsinn. So, dann haben wir diese Bücher. Okay, so, dann können wir mal gucken, wo wir die verstauen hier. Haben wir noch ein kleines bisschen Zeit. So, hier mein Bücherregal. Aha, die kann man jetzt alle hier verstauen. Das ging vorher nicht. Okay. Das ist hier mal interessant. Wachstumsratgeber. Machen wir den da rein. Haben wir mal was Dreifarbiges. Ja. Sieht jetzt aus, als würde ich viel lesen. Sehr schön. Dann könnten wir hier diese Gordana-Tagebücher reintun. Das geht also auch. Ah, die sehen auch anders aus optisch. Interessant. Habe ich hier noch was Platz? Dann könnte man hier diesen Liebesbrief da rein tun. Ah ja, jetzt hat das zum ersten Mal einen Sinn, ja, bis auf diesen Schrank hier. Okay, okay. Hier können wir nichts mehr drauflegen, ne? Nein. Dann bräuchte man nochmal ein einfaches Bücherregal oder sowas. Oder nochmal so ein Ding. Aber das ist natürlich... Hier kriegt man auch nur zwei Bücher rein. Macht eigentlich gar keinen Sinn. Da macht das Ding eigentlich noch mehr Sinn, weil ich kriege mir vier rein. So. Brauche also nochmal ein einfaches Bücherregal. Was bringt mir das nochmal? Einfaches Bücherregal ist für maximalen Schaden. Oh, geht das rein oder schlecht? Okay, haben wir wieder was gelernt. Jetzt kann man auch endlich mal diese Bücher verwenden, statt hier alles immer nur hier rumliegen. Ist aber plötzlich hell geworden. Halleluja. So, das ist doch mal sinnvoll. Da kriegen wir ja noch ein Rezept. Warte mal, wir müssen doch noch... Wir sind auf so diesen komischen Maskenball eingeladen worden, oder? Warte mal. Hier das. Arvio. Laut Arvio steht Amiris Bahnrock Geburtstag bevor, was immer das für ein Unsinn ist. Da sollen wir noch eine Maske machen. Die bringt übrigens plus 2 Verteidigung. Ja, erkennt mich keiner, deshalb trifft mich der Gegner auch nicht so leicht. Keine Ahnung warum. Okay. Ich habe 3 große Sandakulas, krieg aber nur hier 2 angezeigt. Na gut. Ich habe noch ein paar Bretter. Okay. Wo machen wir die jetzt? Hier in der Nähmaschine? Ach, tatsächlich. Okay. Da machen wir die in der Nähmaschine. Warum nicht? So, jetzt hüpft man hier raus, Fred. Ein bisschen im Weg. So, ein bisschen Dünger haben wir auch. Nudels, Nudels auch wieder raus. Rand und Band hier. Und haben auch wieder ein frisches Produkt. Sehr schön. Ja. Da müsst ihr eigentlich noch zufrieden sein. 100%. Ja, also siehst du mal. Nudels, Nudels geht's gut. Oh, da fliegt der Koko rum. Moment, Moment, Moment. Halt, hier geblieben. Wenn du schon hier rumfliegst. Das war aber jetzt ein Echo. Halleluja. So. So, was schenken wir dir denn heute Schönes? Sieht lustig aus. Warte mal. Was haben wir hier an Essen? Obstsalat. Stimmt, ich könnte dir nochmal so einen Obstsalat geben. Obstsalat, Obstsalat. Bitteschön. Plus 7, da freut sie sich. Sehr schön. Bald bist du mein. Das hat sie jetzt erschreckt. Okay, keine Ahnung warum. Verstehe ich gar nicht. So. Sehr gut, sehr gut. Klopp, hier haben wir auch nochmal... Bisschen Bretter. Fehlt noch ein bisschen Holz. Mist. So, wie sieht es hier aus? Können wir noch irgendwas Sinnvolles hier? Wollfaden will ich haben. Das bringt aber nicht so viel. Jetzt aber gut. Oh, besser als nichts. Blutsteinkerne, wie immer. Für Amiralein. Das gibt aber nochmal 14 Beziehungspunkte. Das ist natürlich nicht so... unschlecht hier, sag ich jetzt mal. Mal gucken. Mhm.
Wir haben noch jetzt die Samen dabei. Dann können wir noch mal hier einmal so diese Nashorn-Dinger. Ne, nicht so ein großes Feld. Also die brauchen ein großes, ne? Ah, da muss ich hier noch mal Stroh einsetzen. Dieser komische Kaktus. Da habe ich jetzt hier nichts. Okay. Gut, dann lassen wir das. Sieht hier mit den Bäumchen aus. Und da hängen auch Nüsschen dran. Da brauchen wir noch ungefähr 6 Stunden. Okay, den Kastanien hat mir ordentlich geschüttelt. Da ist ja alles okay. Brauchen wir nochmal Wasser, ja. Dünger auch. Machen wir mal ein bisschen kleiner. So, du auch Wasser? Nee. Dünger? Aber Dünger. Du kriegst auch noch ein bisschen Dünger. Einmal Nudelsdudel-Spezial, bitteschön. So, dann haben wir den Part hier auch. Können wir nochmal wieder was recyceln hier. Was haben wir hier rausbekommen? Quarz und Dreck. Ja, okay. Jetzt auch nicht so schlimm. Ah ja, für dieses komische Schwert, da brauchen wir ein Rezept. Ne? So, wir haben eine Maske für den Maskenball gefertigt. Was immer das jetzt bringt. Okay. So, viel an Aufträgen können wir jetzt nicht ausliefern. Wollfaden, naja, Stahlschwert, da muss ich erstmal das Rezept kaufen. Na, vielleicht haben wir jetzt hier Rabatt. Gut, die Blutsteine machen wir mal. Allein schon wegen der Beziehungspunkte. Können wir ganz günstig dann für Amira Beziehungspunkte, kann man auch gebrauchen. Was brauchen wir denn für Wollfäden? Ach Gott, da ist aber... Das ist jetzt nicht das Problem. Da können wir reichlich machen. Magadenstall, Stallern. Haben wir auch mal wieder ein bisschen was. Feine Holzreste haben wir auch mal wieder ein bisschen. Und feinen Kupferschrott. Wo finde ich den denn wohl? Das ist ja auch neu. Und feiner Eisenschrott. Wahrscheinlich im neuen Gebiet oder so. Hm. Da bin ich ja mal gespannt. So. Koko haben wir uns schon mal geschnappt. Da hinten sieht der Verkehr, wie der aussieht. Laufen hier wieder alle rum. Okay. So. Oh, da ist Fang. Okay. Also wenn er gerade mal hier rumläuft, hauen wir ihn mal gerade hier so. Ups, an. Hallo, Schulter-Tackle. Hab dich. Can that bird talk? Why can't you? Ja. Krächz, krächz! Das mache ich jetzt nicht nach. Krächz, kann der Vogel sprechen? Warum kannst du das nicht? Das ist eine gute Frage. Ich keine Ahnung, was ich ihm schenken soll, ne? Wie wäre es mit dem getrockneten Sanderkuder? Ich glaube, das bringt nichts. Ja. Okay, cool. Da weiß ich überhaupt nicht, was man dem schenken könnte. Das ist ja echt schwierig. Arzneimittel, da sagt er immer, oh, das kenne ich schon. Ich weiß es nicht. Wie wäre es mit einer Kastanie? Ich weiß nicht, hier. Immerhin plus eins. For thinking of me. Eben, kannst du X geben, er freut sich vielleicht, ich weiß nicht. Wow, das ist ja richtig außer sich vor Freude. Gut, dann ist, ja, hau ab, du Hummeisel, dir. Gib mir deinen Honig. So. Haben wir den auch mal wieder. Was haben wir denn hier? Ah, Pilze. Macht den Burgess hier. Dünge ich dir nicht die Bäume oder so? Ich wollte ihn eigentlich reden. Hey there. Howdy. Hallo, ich hatte gehofft, dich heute zu treffen. Wie läuft's denn so? Verausgabe dich nicht zu sehr und vergiss nicht, auf dich aufzupassen. Ja, danke, du bist so nett zu mir. Have a good day. Du auch. Autsch. Okay. Hier haben wir nochmal normales Holz. Das bringt mir jetzt so nichts. Davon habe ich eigentlich genug. Ja, Wüstenpilzstämme haben wir ja auch reichlich. Guck mal, noch ein Ei. Oh, da war jetzt viel Rinde. Okay, hier haben wir Coco wieder. Die fliegt zu ihrem angestammten Bäumchen. So. Ah, Moment. Die können ja jetzt unser treues Blümchen rufen.
Das ist ja unheimlich. Okay, da ist es ja schon. Da sind wir schnell. Halleluja. So, wir brauchen noch einen großen Sandakude. Da brauchen wir allerdings... Moment, da... Haben wir hier Sandbeeren? Ja. Hüpf, hüpf. Einmal geh weg von meinen Sandbeeren, das sind mir. Husch. Eishonig, Ding, Grill, Meise da. Die waren aber früher auch mal mehr, ne? Wo sind die denn alle? Abgeerntet. Wir haben die Umwelt geschädigt, es ist nichts mehr da. So. Wir wühlen noch mal ein bisschen Dreck, weil wir es können. So. So, hier noch irgendwas. Was machen die hier überhaupt? Komischen Meisen, habe ich noch nicht kapiert. So. Dann haben wir das. Dann könnten wir drüben noch mal ein bisschen gucken. Steine ploppen hier komisch auf. Oh, Fußball! Hui! So, haben wir auch noch ein paar Hummen. Meisen, Sandbeeren, nein, die haben alles geklaut hier wahrscheinlich schon. Das ist ja wie so ein kleiner Hummeisen. Ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. Dann kann die nicht trauen. Hm, wir kloppen noch ein bisschen Kupfer rum. Ich glaube, wir haben nicht mehr so viel. So, hier war auch noch sowas, ne? Hier haben wir nochmal Gummi. Können wir mal gebrauchen. So, hier haben wir nochmal ein bisschen was. Ich schwimme hier. An der Stelle. Ich weiß nicht. Ich komme ja nichts erinnern. Da ist er nochmal, Klaus. So. Jetzt auch schneller. Wir haben nicht ganz einen Tag Zeit. So. Ja, Gott. Und das haben wir auch. So, wir haben. Oh, wir haben. Oh, ja, zwei Sandbeeren. Hey, cool, nicht? Das ist nicht viel. Okay, was kommt da? Nur normaler Sandakuda. Mist. Ich brauche einen großen. Hallo? Ich werfe hier gerade wertvolle Früchte in euren Sand. Da hat doch noch einen Wurm. Ach, den wollt ihr. Blöden Fische. Mist, jetzt habe ich keine Sandbeeren mehr. Ihr seid mies, ihr Fische-Dinger da. Oh. Warum kommt hier so ein Moby Dick angeschwommen? Also ja, okay. Den nehmen wir uns. Yummy, jawohl. Ein Mega-Sandkarpfen. Wir wären aber ein Sandakuda lieber gewesen. Ah, okay, wir haben keine Sandbeeren mehr. Wir haben eine Sandbärenkrise. Huch, da bist du ja. So, wir müssen gleich mal gucken, ob wir in die Stadt kommen. Dann geht der Gelaber da ja wieder los. Sehen, was es dann wohl gibt. Stürzen uns mal die Klippen runter. Ja! Kann man die Sandbeeren nicht irgendwo kaufen? Hier bei. Ne, hier war. Ach, wir könnten nochmal Stroh kaufen. Jetzt nicht, ob ich da noch genug habe. Ja, kleinen Rabatt haben wir ja. Was ist merkwürdig. Okay. Oh, Meerkätzchen läuft hier rum. Na? Screech! Wenn man Screech ausspricht. Sehr schön. Ach, hier ist schon wieder geschmückt fürs. Naja, so frühlingshafte Halloween oder wie immer man das nennen kann. Schon ein bisschen komisch, wie die Jahreszeiten hier gestaltet haben. Moment. Wie ist dieses Jagdner-Ding da oben? Hier ist aber irgendwas im Saloon. Was ist hier los? Was geht hier vor? Huch, Avio. Erstaunlich, sieht so geheimnisvoll, so mystisch, so großartig aus. Nun, Amira wird sich bestimmt freuen. Ich treffe noch ein paar letzte Vorbereitungen. Sei morgen um 19 Uhr da. Bis dann. Achso, wegen der Maske oder was? Erstaunlich, es sieht so geheimnisvoll, so mystisch, so großartig aus. Die Amira wird sich bestimmt freuen. Ja, morgen um 19 Uhr. Freue mich auch irgendwo. Okay.
So, jetzt. Grace ist nicht da. Okay. Bohnen auch. Der ganze Laden ist leer hier, Leute. Ist hier Selbstbedienung oder was? Hier geht's ja ab. So. Hm. So, mach ich mal. Das finde ich lustig mit dem Jagdmann da oben. Zack. So. Wir sind vollkommen ernsthaft bei der Sache. So, hier sind sie schon sich am Versammeln. Gut, dann parken wir hier mal hier Blümchen ordnungsgemäß ein. Hat der hier? Der hat Sandbären. Gut, da müssen wir zum ersten Mal Sand. Naja, gut, wir kriegen einen guten Rabatt mittlerweile. 20% Freuschance-Rabatt. Trotzdem. Das war trotzdem teuer, ey. Gut, wir kaufen sie mal. Schadet ja nicht. Alles. Notfall frisst Blümchen die halt auf. Ist ja nicht das Problem. Könnte man nochmal so einen Schrank kaufen, aber da kriegt man nur zwei Bücher rein. Das ist irgendwie so sinnlos. Hm. Na gut, na gut. Huh, ja, ist ja gut. Ich komm ja schon. Ach, ehrlich, du Vogel, was machst du denn hier? Eine Zeitung und Magazin von Antara und Walnut Grove sind Abenteuergeschichten an der Tagesordnung. Aber diese Geschichten sind allesamt wirkungslos und stecken voller Spekulationen und Übertreibungen. Ja, was ist dein Problem jetzt? Keine Ahnung. Ah, Trudy spricht mit Macchiato, unserem dritten Bürgermeister, oder wie? Gracie ist auch hier. Ja, guck die mich so an. Das war aber jetzt ein Blick. The music player I have in the saloon is actually a relic given to me by a friend in Ah, das weiß ich schon. Ich bin auch mäßig eifersüchtig. Ich penne, hau ab, wenn ich mit einer Frau rede. Unverschämtheit. Hi Fred, bye Fred. Du bist ja ein Witzbold. So, wann geht denn hier die Action los, Leute? Wie anfehlt schon wieder hier. Da ist Elsie. Hallöchen, hey. Wieder auf Schatzsuche. Ah ja, okay. I know that dream. Aber nur was Schönes für dich. Ah, wie wär's mit einem neuen Jagdmann-Sattel? Es gibt nur plus 4? Echt? Okay, hätte ich ihn besser verkauft. Bringt ja gar nichts. Mist. Habe ich diesen teuren Sattel umsonst gemacht hier? AFG aus dem Weg. AFG, ich will vorne neben Grace stehen. Ja, ist, was ist mit Macchiato los? Was steht da vorne? Sehr merkwürdig. Dann können wir nochmal mit Owen quatschen. Hey, Handwerker. Hast du in der Zeit etwas Gutes bei einem Ruinentauchen gefunden? Don't forget to cool Sand? From time to time. Das ist nochmal wieder ein neues Rezept. Weiß nicht, ich habe irgendwie Lust, etwas mit Mehl zu kochen. Hast du eine Idee? Rezept? Mehl teilen. Duell zu 30 geholt zu einem Beziehungspunkt. Okay. Hat man das nicht schon mal? So, ohne gelernt, wie man Fleischbrötchen kocht. Das ist ein Mehlrezept. Okay. Ja, dann viel Spaß mit dem Fleischbrötchen. Interessant, ja. Ein paar Leute fehlen, aber Elsie ist da. Okay. Katori. Mi anfehlt. Oh. Welcome, everyone. Was macht die Katze hier? I'm sure you've all heard the good news, but it bears repeating. Musa, the richest man in the Free Cities, will be coming to Sandrock in a few days. Okay, willkommen alle Leute. Ich habe sicher die neue gute Nachrichten gehört. Aber ich wiederhole es nochmal. Musa, der reichste Mann der Freien Schütte. Will bald in ein paar Tagen nach Sandrock kommen. Ja. Macchiato hört auch ganz fasziniert zu. Where are the omelets at? Where are the omelets at? Musa? Musa? The mayor of Portia introduced me to him after a chat about his tunnel idea. He was so impressed with how we handled the bridge situation that he's coming to see the current Sandrock for himself. Okay, das war mir jetzt doch zu langweilig. Katori klang eben etwas aufgebracht. Der Bürgermeister von Porsche hat sie informiert nach einem Chat, also einem Gespräch über eine Tunnelidee.
Ein Tunnel? Ein Tunnelgraben von hier nach Porsche? Ja, okay. Gut, also ich fand es auf jeden Fall sehr schön, wie wir diese Situation mit der Brücke hier gelöst haben. Und möchte halt die Situation sehen, wie es gerade in Sandrock wirklich ist. If all goes well, Moose has expressed interest in funding the Road to Porsche project. He sees potential in making the two city-states central hubs in the movement of goods throughout the Alliance. Mhm, also er möchte wohl gern in die neue Straße nach Porsche investieren, in dieses Projekt. Sieht Potenzial, wenn diese beiden Städte sich, ja, hier verbinden würden als Central Hubs, also als, ne, große Gebiete hier im Niemandsland sozusagen und sich zusammentun könnten. Warum nicht? Warum nicht? Hm. And if we can be linked with Porsche, there will be new opportunities here to rebuild Sandrock. We'll have cheaper water, better trade routes. So, this is very important. If we want Sandrock to prosper, we'll need this kind of outside investment. Ja, und wenn wir mit Porsche verbunden sind, dann gibt es halt neue Möglichkeiten, um Sandrock neu aufzubauen. Es gibt günstigeres Wasser, ja, bessere Handelsrouten, und es ist sehr wichtig, wenn wir wollen, dass Sandrock wächst, dann müssen wir halt diese Möglichkeit eines auswärtigen Investments nutzen. Das ist Ihre Meinung? Ja, Handelsrouten, bessere Straßen, sowas ist immer wichtig. Today's meeting is about how we can impress Musa when he comes to visit. Uh-oh. We can't mess this up. I want everyone on their best behavior. Und die Frage ist, wie können wir jetzt Musa beeindrucken, wenn er zum Besuch kommt? Jedermann soll sein Bestes geben. Da müsste man ein paar einsperren, glaube ich. Cooper, no rants. Genau, Cooper zum Beispiel. But what if he likes it? Pen, you need to turn it from an 11 down to about a 6 or so, okay? Heidi, los. Ich glaube, Heidi hat ein Problem mit ihrer Wegfindungsroutine. Okay. How about I turn it from 16 down to 11? And no combat lessons. Okay, so es gibt keine Kampfstunden mehr, vor allem nicht für Musa. Everyone loves combat lessons. Jeder mag doch Kampfstunden. No sales pitches. Und Katori, bitte, keine Verkaufspitches mehr, ja, keine Verkaufsaktionen. Das ist natürlich jetzt schade. Aw, is that what you think of me? Might come up naturally. Unsere beiden Verkäufer, no pranks, sind nicht begeistert. Elsie, keine Streiche mehr. Oh oh. Yeah, yeah. Ja, ja, das klingt nicht so wirklich überzeugt. Someone tell them, no experiments. Und sind Feng and Chi hier? Also jemand sollte ihnen sagen, keine Experimente. Ja, die sind beide nicht da. Grace, stimmt. Let's maybe have Owen in the kitchen for a while. Und Grace, lass doch besser eine Weile lang Owen in der Küche arbeiten. None taken, ma'am. Hold your horses here, Trudy. Matilda? You want to impress this fella by not being ourselves? I think he'd much more appreciate us just being upfront and candid. Ja, Trudy, also sollte sich mal ein bisschen zurückhalten. Sie will diesen Typen beeindrucken, indem wir alle nicht mehr wir selbst sind. Also Heidi macht mich gerade ein bisschen nervös. Naja, mal sehen. Right. I'm sorry, everyone. I probably don't need to tell you. I'm on pins and needles over this whole thing. Okay, sie ist ziemlich nervös wegen dieser ganzen Geschichte. Das glaube ich, wenn so ein bedeutender Mann hier hinkommt. Ausgerechnet nach Sandrock. Hm. I thought that was Dr. Feng's job. You're right to be sorry. Even suggesting that I'm tell him about Logan and his gang, too. Only fair he understands the risks around here. Oh, er möchte ihm auch was über Logan sagen, damit er auch die Risiken hier unten versteht. I'm sure Musa reads the news, Sheriff. And when he gets here, he'll find that this is a situation that will soon be under control. Isn't that right? Ich denke, dass Musa schon die Nachrichten liest, Sheriff. Wenn er hier hinkommt, ja, wird er schon sehen, dass die Situation
bald unter Kontrolle ist, nicht wahr? I suppose. Ganz genau. I also apologize for getting so far off topic. The point of this meeting was to come up with ideas for something we can do to impress Musa. I already planned a tour of the town, but I need more ideas. So with that, I open the floor to any suggestions. Okay, sie wollen, möchte vor allem Ideen sammeln, wie man jetzt Musa beeindrucken kann. Sie hat jetzt zwar eine Stadttour geplant, aber das dürfte ihr jetzt nicht abendfüllend sein. Und sie möchte mehr Ideen haben und sie ist jetzt halt offen für, ja, für Einwürfe. Bin ich mal gespannt. Hauptsache man verbindet Cooper jetzt den Mund. Ja, leider nicht. Okay. Giant Robot. Oh, ein gigantischer Roboter? Neue Bäume. Ein gigantischer Roboter. I second that notion. Yes. I think our ongoing reforestation efforts should be enough to impress. Genau, die Bäume könnten ihn vielleicht beeindrucken. Let's keep it up. Anything else we can organize relatively quickly that will make the town seem nicer? Können wir irgendwas organisieren, dass die Stadt relativ schnell schöner aussehen lässt? Ja, ein paar Leute entfernen vielleicht. Two words. Mud wrestling. Was? Zwei Wörter. Schlammcatchen. Was? Well, our train platform is a little run down. Also unsere, ja, und unsere Zugstation, die ist ein bisschen runtergekommen. By Peach, that's it. Beim Pfirsich, das ist es. Peach heißt Pfirsich, oder nicht? Mud wrestling. Schlammcatchen. Oh, right. Ja. Don't be shy. Wer möchte mit mir Schlammcatch machen? Seid nicht scheu, Leute. Aha. Yes. No, no. The suggestion after that. Nein, wir sind nicht begeistert von Schlammkettchen, sondern von den Bahnhofsideen. Oh, I just thought first impressions are sometimes the most important. And what better way to give a good first impression than to, well, improve the first thing people look at when they get off the train. Ja, also der gute erste Eindruck ist nicht zu unterschätzen. Vor allem, wenn die Leute aus dem Zug steigen, dann sehen sie als erstes natürlich den Bahnhof. Tja, das ist etwas, was die Deutsche Bahn nie verstanden hat, weil die ganzen runtergekommenen, abgeranzten Bahnhöfe, die es in Deutschland gibt, teilweise aussehen wie aus dem Kriegsgebiet. Ja, das ist das, was viele Touristen auch als erstes hier in Deutschland sehen. Let's do that. Huch, ja. Kann maybe jemand mal Heidi betäuben? A little bit more to the transit budget, so I can hire some workers. Okay, hat ein bisschen Budget und kann man ein paar Arbeiter engagieren. Ich sehe schon Arbeit auf jemanden zukommen. Alright, that's idea number one. Anything okay, else? Das ist Idee Nummer eins. Noch irgendwas außer Schlammcatchen? You know, I could set up a welcoming party at the Blue Moon. Everyone's invited, of course. We can have some music, a comfortable environment, Essen. Food on the house. That ought to leave a good impression, right? Okay, wir können eine Willkommensparty im Blue Moon machen, in der natürlich ist jeder eingeladen, es gibt Musik, schönes Ambiente, alles ist komfortabel, es gibt Essen aus Haus. Das wäre auch ein guter erster Eindruck, oder? That's very thoughtful and generous of you, Owen. Yes, let's try that. Das ist wirklich sehr schön von dir, Owen, und sehr großzügig. Das wollen wir versuchen. Great. I'll get started. Gut, dann aber auf jeden Fall Grace nicht kochen lassen. Und I was? Think that should about do it. I'd like to remind everyone again to be on your best behavior when Musa comes to town. It's very, very important for our future. Okay, das war's fürs Erste. Ich möchte jeden daran erinnern, dass alle ihr Bestes tun sollten, wenn Musa kommt. Es ist sehr, sehr wichtig für ihre Zukunft. Wie gesagt, sperrt Cooper ein. With that said, I hereby adjourn this fireside meeting. Builders, expect to receive some City Hall commission soon. Okay, damit ist dieses Meeting beendet und die Handwerker, ja, bekommen jetzt wohl einige City Hall Commissions, also ein paar Aufträge vom Rathaus. Und da bin ich mal gespannt, was da auf uns zukommt. Can't believe we didn't think of this sooner. Sis, please. If Musa's coming, it would be foolish not to try and get him to invest. That way, we can buy Martin Parr House even sooner. Okay. Sis, please. Also, liebe Schwester. Der kommt quatschen jetzt hier alle durcheinander. Hallo, Ruhe, aus! Schnauze! Also, wer redet denn jetzt hier alles? Okay.
Also, wenn Musa kommt, wären sie ziemlich dumm, wenn wir ihn nicht dazu bringen könnten, in ihre Geschäfte zu investieren. Dann könnten sie ihren Eltern ein noch früher ein Haus kaufen. Boah, ey. Hallo? You think you'll just ask him to buy our parents a house? Trudy literally just told you not to do a sales pitch. Was, du willst ihn fragen, dass er unsere Eltern das Haus kauft? Also, Trudy hat uns ja erzählt, wir sollen keine Verkaufsgespräche machen. Boah, ist das nervig, wenn die alle durcheinander quatschen. How can you call this a sales pitch? I'm shocked. This is a movement, Anne. To bring prosperity to Sandrock. It's not a pitch, it's a business opportunity. Yes, not a pitch, it's a business opportunity. Also eine Geschäftsmöglichkeit, ja, okay, wenn man das so sieht. Wachstum nach Sandrock zu bringen. Aber wie soll das Wachstum nach Sandrock bringen? Verstehe ich nicht. Nein, Arvio. Come on, this is a once in a lifetime opportunity. Komm, das ist eine einmalige Lebenschance. Denk dran, der reichste Mann in freien Städten. Diese Gelegenheit werden wir nicht jeden Tag haben. Du hast mich verstanden, oder, Katori? Na. I was planning on throwing together a presentation of my own. You know, make a mood board of all my top-tier business plans. When Rusa arrives, hit him with the best idea he's ever seen. I'll leave him speechless, I tell ya. Okay, oh je. Yeah. Hallo, Captain. Ja, sie plant auf jeden Fall, ihn quasi wegzublasen mit ihren Präsentationen. Sie würden ein Stimmungs-Moodboard machen, sozusagen, mit allen ihren Businessplänen. Und wenn Musa kommt, wird sie ihm die praktisch über den Schädel hauen und er wird sprachlos sein. Ganz bestimmt. Boah, ey. Ich hab Kopfschmerzen. It's a great idea. And she's a wildly successful businesswoman. Ja, Katori denkt, es ist eine großartige Idee und sie ist eine unglaublich erfolgreiche Geschäftsfrau. Ja. Wildly meaning chaotic. Then, yeah, why not? Wenn, ja, Wildly meint, dass es chaotisch ist, dann ja, auf jeden Fall. Das denke ich auch. Grandma Vivi, what about you? Großmutter Vivi, was ist mit dir? Your clothes are boutique. Willst du dich uns anschließen? I'm sure you'll be all the rage in the free cities. We can't cut corners either, though. For some of the bells and whistles, I think Musa will love it. Ich weiß nicht, ob sie das will. Also sie könnte natürlich eine größere Reichweite in allen freien Städten haben, dort ihre Klamotten anbieten, aber ich glaube, er ist immer wieder ein bisschen zu optimistisch. Jetzt haltet euch die Klappe da hinten. Wie, du bist wieder so süß wie immer. Ja. At my age, I'm content enough with the small slice of town that I have. I don't want to be kept too busy. I leave you young folk to your aspiration. Okay, die hat keinen Bock auf sowas. Vor allem in ihrem Alter. Sie möchte auch nicht mehr so beschäftigt sein. Also, das sollen die jungen Leute machen. Und wir wollen das hingehen. So, ich muss auf meinen Pitch, an meiner Präsentation arbeiten. Okay, viel Erfolg. Langweilig. Er möchte einer langen Ansprache folgen. Like my uncle used to say. You just need something to catch his eye. Okay, er möchte irgendwie sein Auge fangen, also ne, ihn so einfangen, dass er das Geschäft nicht mehr von alleine lassen möchte. Wie will er das machen? Er hat ein Einzelhandelsgeschäft und sie macht Keramik. War so. Na je. Mein Gott, ist das nervig. What are you talking about? Arvio wants to do a sales pitch for Musa. After being specifically told not to.
Hallo Fred, Avio möchte einen Pitchwimmelser machen, also, obwohl ich gesagt hatte, nein. Schwester, ich hab dir doch gesagt, es ist nicht ein Pitch, es ist... We're talking Musa here. The things he's seen, he wants something new. Excited. Ein Plakat ist nicht genug, Avio. Wir reden hier von Musa. Was er schon alles gesehen hat, er möchte etwas Neues, Aufregendes. Oh Gott, ich muss das vorbereiten. Sehe euch später. Ich fürchte Schlimmes. Oh je. Okay, lass uns überlegen. Moment, Moment! Oh je, oh je! Oh nein, Herz. This is perfect. A gift box. Giftbox? Oh, you knocked it out of the park this time, Avio. A beautiful box. Jam-packed full of goods. Eine Geschenk? Eine Geschenkschachtel? Lass soll ihn jetzt umhauen? To appeal to someone of Musa's taste, it'd have to be really impressive. Jemand wie Musa Interesse zu wecken? Ja, was will er denn da reintun? Man muss die Trudi die ganze Zeit lang dazwischen quatschen. A touch of the Avio charm, I'm sure Musa's eyes will pop. Oh Gott, sie soll extra schön werden und ja, mit dem Charme von Avio werden Musa quasi die Augen aus dem Kopf fallen. Ja. You know, gift boxes are pretty common everywhere, Avio. Ja, Geschenkboxen, Geschenkschachteln und so sind natürlich jetzt nicht sowas Seltenes, Avio. Die gibt's überall. Oh nein, aber keine mit meinem Gesicht drauf. Nein, das bestimmt nicht. Ja. Das wird... Was? Seriously, Am. This will be unique and show Musa that not only am I, dare I say, the prodigy of business, but also that I have a keen sense for advertising. You'll see it and won't even be able to resist. Oh je, ja, das wird einmalig sein und ja, jetzt ist halt, ja, sein Sinn für Werbung und ja, Musa wird dem nicht widerstehen können. Avio, bitte, sei erwachsen. Wenn du Musa nicht mit einem sehr guten Plan daherkommst, wirst du uns alle nur blamieren. Schwester, vertrau mir. Ich weiß, was ich tue. Genau das ist das Problem. Er weiß es nicht. Oh nein, lass mich da raus. They'll have to be finished before Musa arrives. But I'll make you a partner. Avio and the Builder. Oh nein. Ich soll jetzt für ihn diese Giftboxen, also diese Geschenkboxen machen. Bevor natürlich Musa kommt. Und er will mich zu seinem Partner machen. Avio und Fred, die Titanen der Industrie. Oh Gott. Ich bin ruiniert. Ich kann mich nirgends überblicken lassen. Boah, ich erschieße die beiden gleich da hinten. Das ist eine Scheißidee, Avio. Aber okay, das gehört ja zur Handlung. Wir wollen ja sehen, was aus dieser Geschichte wird. Ich bin so doof. Ja, of course, I help you. Wunderbar. Ja, dann haben wir das ja in erfahrenen Händen. Ja. Oh je, ich kann dich anscheinend nicht stoppen. Vielleicht Penn, lass ihn noch von seinem Spiegel schleppen. A grand ideas. Oh ey, wir müssen hier weg. Das geht dann ja auf die Nerven hier. Hilfe! Boah, das ist aber sehr nervig. Guck mal, der Sheriff ist auch schon durchgedreht. Miau. Ich weiß. Die reden hier alle viel zu viel. Okay, jetzt haben wir jetzt was Neues am Hals. Ich freue mich nicht. Okay, was müssen wir da jetzt machen? Verkleideter Segen. Warten auf den Mach dich bereit für den Maskenball, der um 19 Uhr in Avios Haus beginnt. Ach du Scheiße. Okay, noch mehr Beziehungen in Avio. Immerhin 1500 Experience-Punkte und 15 Ruf. Ach ja, das müssen wir noch machen. Eine großartige Idee. Mhm.
Giftbox. Giftbox is a flamboyant picture of Avion and very eye-catching. Mhm. Oh Gott. Was? Naja. Vielleicht gefällt es ja einem Geschäftsmann, der denkt, oh ja, der kann sich selbst vermarkten, eine gute Idee. Manche Leute mögen das ja, wenn sich Leute selbst verkaufen können. So Leute kommen auch immer gut an, obwohl sie meistens nichts drauf haben. Können sie aber gut verkaufen, es reicht, um weiterzukommen im Leben. Okay. Okay. Wann kommt jetzt dieser Moser? Ich hoffe, der lässt sich noch ein paar Jahre Zeit. Ich werde bekloppt. Okay. Ja. So. Dann haben wir morgen dieses Tag der Herrn Sonne und ich habe abends auch noch diese Maskenballparty. Wir sind aber jetzt ganz schön ausgebucht, Freunde. Dann haben wir noch Geburtstag. Das ist alles ein bisschen viel. Aber okay, dann schauen wir mal in der nächsten Folge, was alles auf uns zukommt. Die Hütte brennt hier langsam an neuen Sachen. Justice Fleet auch schon. Lauf nur und schützt die Umwelt oder so. Keine Ahnung. Und dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht mit uns. Nicht wahr, Blümchen? Was sagst du den ganzen? Blümchen ist nicht begeistert. Dann vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.